Willkommen zu einem neuen Musikvideo-Effekt-Tutorial. Einige von euch haben bestimmt das neue Musikvideo-Vibe von meinem Bros Game One gesehen. Für diejenigen von euch, die es nicht gesehen haben, ihr habt ja trotzdem aufs Video geklickt, also interessiert euch anscheinend, wie der Effekt geht. Das Musikvideo findet ihr einmal am Ende verlinkt, unten in der Beschreibung oder oben rechts auf dem i. Jetzt schaut ihr euch aber erstmal das Tutorial an und danach könnt ihr euch ja immer noch das Musikvideo anschauen. Da kam nämlich die Frage auf, wie man diesen speziellen Effekt hier macht. Ich zeige euch mal, welchen ich meine. Genau, und dann schauen wir uns jetzt an. Das geht nämlich ganz einfach. Dafür mache ich erstmal hier die Musikspur auf stumm und löscht diesen Effekt hier raus. Und zwar haben wir dann diese normale Stelle hier einfach vom performenden Scam. Die kopiere ich dann einmal, ziehe sie mir hier ungefähr mal zurecht. Ihr könnt es ja dann je nachdem auf euren Track anpassen. Dann gehen wir hier oben auf Skalieren, machen den einfach mal ein bisschen größer. Skalieren wir mal so rein, dass wir hier den Scam sehen. Und dann bei Filmmethode oder bei Blend Mode, falls ihr es auf Englisch eingestellt habt, gehen wir einfach auf farbig abwedeln. Dann haben wir hier die Person einmal dupliziert. Ich ziehe es jetzt mal hier hin. Wenn wir dann nämlich hier durchskippen, dann sind die hier schön nebeneinander, beziehungsweise gehen ja wieder ineinander. Jetzt ist der Himmel aber natürlich um einiges heller geworden durch diesen Blend Mode und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen gehen wir nochmal hier in die Farbbearbeitung und ziehen unter Belichtung die Highlights einfach ein bisschen runter und schon ist der Himmel wieder ungefähr auf der normalen Belichtungsstufe. Wenn wir hier mal schauen, ein bisschen heller wird es noch, aber nicht signifikant schlechter und der Scam ist hier immer noch zu sehen. Wenn wir es jetzt einmal abspielen, dann haben wir ihn hier einmal größer gemacht. Das Ganze geht natürlich in beliebigen Größen, man kann es größer machen, man kann es kleiner machen, mit Masken kann man noch ein bisschen experimentieren, das Ganze zurechtschneiden. Ihr könnt aber selber einmal mal ein bisschen rumspielen, ein bisschen rumprobieren. Hier habt ihr jetzt die Basic-Idee bekommen, wie man jemanden größer im Hintergrund, im Himmel, in, keine Ahnung, wenn man einen schönen Hintergrund hat, wie man den einfach größer machen könnt. Ihr wisst doch was, ich meine, ihr seht's ja. Wie soll man das denn erklären? Wie soll man denn manchmal, Musikvideo-Effekte kann man echt schwer erklären. Wie soll man diesen Effekt nennen? Im Hintergrund größer und ein bisschen Deckkraft niedriger? Nee, es gibt einfach keinen Namen dafür. Aber ihr habt es im Thumbnail gesehen, ihr habt jetzt gesehen, wie man es macht. Und jetzt gebt euch damit zufrieden. Falls ihr auch Musikvideo von mir haben wollt, schreibt mir auf Instagram, schreibt mir eine E-Mail, geht auf meine Website, whatever und schaut noch andere Videos an. Und das Musikvideo könnt ihr jetzt auch anschauen, okay? Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.